Also 1, 2, 3, 4, 11, 12. J-Heart nach 10.000 Jahren wieder auf meinem YouTube-Kanal. So, da ich euch eine Pillenhaul bei meinem Intro versprochen habe, gibt es heute auch eine Special Pillenhaul. Also, ich habe mir 2,5 Rheuma bekommen. Das ist eine Autoimmunerkrankung. Und ich dachte, okay, ich könnte jetzt eine RTL-Mitleid-Story machen oder ich präsentiere es bunter. Das erste Mittelchen, womit mein Tag beginnt, ist Omeprazol, 20 Milligramm. Das ist ein Magenschutz, ja, so heißt das, Omeprazol, Magenschutz, genau. Das schützt einfach die Magensäure, weil von den Nebenwirkungen der anderen Medikamente entsteht auch oft Übelkeit. Ja, dann geht es los mit Prednisolon, also 2,5 Milligramm mittlerweile morgens. Und ich muss die immer morgens früh einnehmen, das heißt so gegen 5 Uhr morgens. Das heißt, ich muss mir extra einen Wecker stellen. Hört sich zwar nervig an, aber man kann sich an alles gewöhnen. Deswegen nimmt die Sachen einfach nicht so kompliziert. Und da ich morgens nicht Bock habe, um 5 Uhr morgens schon was richtig Deftiges zu frühstücken, nehme ich sie gerne mit Fruchtzwerge wie in meiner Kindheit ein oder mit anderen Joghurts. Das geht viel einfacher. Dazu trinke ich gerne auch einen Brennesseltee, weil durch Cortison schwillt man leicht leider an. Das ist eine Nebenwirkung und zwar heißt es der Körper, also man fühlt sich dann einfach generell aufgedunsener und man kriegt Fressattacken. Das ist die erste Nebenwirkung. Da müsst ihr wirklich aufpassen. Da hilft euch wirklich ein Brennesseltee, den habe ich mir aus der Apotheke geholt. Viele Rheumatiker nennen ihn auch gerne Rheumatee, weil er entwässert und ja, man fühlt sich danach auch schlanker. So, ein anderes wichtiges Produktchen dient dazu halt, wenn man halt so Sachen nimmt wie Cortison, wovon man halt schneller etwas zunehmen könnte oder anschwellen könnte, wäre eine Ernährungsberatung, auf jeden Fall. Also ich lege euch wirklich ans Herz, auch noch neben den ganzen Medikamenten was zusätzlich zu machen. Das heißt, wie eine Ernährungsberatung. Ich habe letztes Jahr auch mit einer Ernährungsberatung angefangen, die nennt sich BodyK. Und als ich das diszipliniert durchgezogen habe, ging es mir auch wirklich tatsächlich besser. Also, ja. Falls ihr zu diesem Thema bestimmte Fragen habt, dann kontaktiert mich gerne. Schreibt mir in die Kommentare, ich werde mich auf jeden Fall bei euch melden. Das nächste Mittelchen des Tages heißt Leflon. Das hieß damals Araber, okay, ist jetzt auch egal. Und das ist ein Immunodepressiva. Das heißt ja, Rheuma ist eine Autoimmunerkrankung. Das Immunsystem arbeitet gegen dich selbst. Und damit man das ruhiger stellen kann, das Immunsystem, also damit das nicht die ganze Zeit so ausrastet, wurden mir halt solche Medikamente verschrieben, wie Leflon. Da steht jetzt 20 Milligramm drauf, ich muss jetzt nur noch 10 nehmen, das heißt, halt, also ich halbiere die jeden Morgen. Ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. Also, ich nehme Celecoxib, heißt das, 100 Milligramm, das ist eine Schmerztablette und das hilft bei Arthrosenbeschwerden. Das ist eine Arthrose? Ja, eine Arthrose, das ist auf jeden Fall eine, das heißt Entzündung, das entsteht durch rheumatische Entzündungen, Zerfall der Gelenke, das heißt, ja. Das Gelenk wird dann zerfressen und bei mir ist es leider schon aufgetaucht und zwar habe ich Arthrose links in der Hüfte und die wird jetzt dieses Jahr auch ausgetauscht, ausgewechselt, wie ein Autoteil. Nein, das ist nicht so schlimm, weil man weiß ja, was danach auf einen zukommt. Das ist mir sehr wichtig. Zum Beispiel, ich habe halt den Wunsch, auf High Heels zu laufen, wenn das überhaupt bei Schuhgröße 30 möglich ist. Aber Hauptsache, der Wunsch ist vorhanden, wisst ihr? Und das kann man halt nicht, weil ich habe echt jetzt Probleme beim Laufen und das geht dann auch auf die Wirbelsäule. Und lieber wechsle ich ja jetzt schon ein Gelenk aus, als das mir jahrelang doch jetzt anzutun und das alltägliche Leben nicht leben zu können. Also gerade halte ich das Mittel in meiner Hand, das heißt Amlopidin und das ist gegen Blutdruck und das habe ich jetzt auch erst im Krankenhaus während meines Krankenhausaufenthalts erfahren. Falls ihr das Video noch nicht gesehen habt, dann könnt ihr gerne auf meine Insta-Seite, dort seht ihr meinen Krankenhausaufenthalt. Übrigens, die geile Kameraregie wird von meiner geilen Cousine Celine geführt. Oh. Die zeige ich euch noch später und ich markiere ihre Insta-Page auch auf diesem Video. Und ja, was soll ich sagen? Keine Ahnung, was ich wollte. Was soll ich sagen? Ich habe dein Gesicht fokussiert. Boah, bist du mal ein Dietz, ich schwöre. Was passiert? Okay,
Amlopidin. Komm jetzt. Der Drusse. Okay, dann okay. Kommen wir jetzt zu Amlopidin. Zum fünften Mal des Tages, zu diesem Medikament. Dabei, Natascha. Dabei. Amlopidin ist eine Blutdrucktablette. Das habe ich auch erst im Krankenhaus erfahren, dass ich Blutdruck habe. Ja, das ist dumm, ne? Sowas nicht zu checken lassen. Also Leute, bitte kontrolliert regelmäßig, egal welchem Alter, egal welche Tabletten, euren Blutdruck. Wie ich halt erfahren habe, bekommt man Blutdruck auch durch Schmerzen. Das wusste ich irgendwie nicht. So, dann kommen wir zu dem nächsten Produkt meiner geilen Peeling-Roll. Und zwar handelt es sich hier um Enbrel, eine Spritze. Ich zeige euch das später näher. Das ist auch ein Immunodepressiva. Und das spritze ich mir zweimal die Woche. Jetzt wurde meine Dosis erhöht. Das ist, um ehrlich zu sein, eins der besten Medikamente, was mir bei meiner Erkrankung hilft. Und wenn ihr gerne sehen wollt, wie ich gespritzt werde, ich like das Video. Wie ich gespritzt werde von Celine. Ja. Also ja. Mich würde es auch interessieren da draußen, ob das auch von euch jemand Rheumapatienten schon mal verwendet hat in Brel und wie ihr damit klarkommt. Schreibt es mir einfach. Mich würde das mal interessieren. So, meine Lieben, dann sind wir durch mit dem Pillenroll. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und ihr schätzt meine Craziness und denkt nicht, oh mein Gott, ist das eine gestörte Bitch. Also, falls euch unsere Gestörtheit gefällt, abonniert diesen Kanal und ich freue mich auf ein nächstes Video.